Gott, sind wir dreckig. Ja, gut. Wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne. Servus zusammen, grüß euch, habe die Ehre. Eine weitere Folge von unserem Lafti in der, ja, doch recht großen Baustelle mitten im Dschungel. Heute beginnt der Tag etwas früher als gewöhnlich, und zwar, wir haben an Durst. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind, dann ziehen wir uns gleich mal die Pilzsuppe hier rein. Oh. Okay. Dumm gelaufen. Jetzt haben wir das vergammeln lassen. Ach Mist, die Früchte wären eigentlich ganz gut gewesen. Wobei, wir haben oben auf der Terrasse ohnehin noch welche, wenn es denn wäre. So, nochmal Pilzsuppe machen. Okay, 16 Stunden noch haltbar, futtern wir. 11 Stunden haltbar, futtern wir. 11 Stunden haltbar, futtern wir. Wie schaut's aus? Ja, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Durst. Und wir haben wieder einen ereignisreichen Tag vor uns, denn wir haben auf jeden Fall einiges zu tun. Wie machen wir es? Wir brennen jetzt einfach mal ein paar Formen fertig aus. Das machen wir jetzt einfach mal. Das gönnen wir uns. Wir brauchen vorher aber noch ein bisschen Kohle. Ey. Anständig bleiben da vorne, gell? Nee, das lassen wir mal lieber schön brav auf einzeln. Oh, wir haben uns einen Parasiten eingefangen, weil wir dreckig sind und wir haben was gegessen. Beziehungsweise, wir haben ja die Suppe uns reingezogen. Ja, das sollte reichen. So. Ja, die sind dann nachher schon weg. Die kriegen wir weg, das ist kein Problem. Und einmal die Klingenform rein. Und nehmen wir alles mit. Oh, da haben wir noch was zum kaputt machen. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Ah, wir brauchen eine Dusche. So, haben wir irgendwelche ganz... Ja, perfekt. Also das sind die geilsten Pilze überhaupt. Die Energie, was man bekommt, Parasiten runter. Ja, gibt nichts Besseres. Das sind die besten. So, und genau, wir haben Trockenzeit. Wir haben fast das Jubiläum erreicht, denn die nächste Folge wird eine Jubiläumsfolge. Es ist dann die 100. Folge von Green Hell. No, God, please, no! 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 Ja, das wird interessant werden. Bringt uns aber jetzt aktuell nichts, denn wir brauchen Holz. Und zwar jede Menge. Na komm. Schmeiß man rein, dann ist der mit drin. Und dann hauen wir hier schon mal das Bäumchen hier um. Ach Mist, jetzt haben wir den Schlitten hinten stehen lassen. Naja, gut. Was man nicht im Kopf hat, hat man dann halt eben in den Beinen. Oh je.
Da haben wir noch so viel vor und so, das wird so toll. Ich hoffe nur, dass dann die Palisaden auch wirklich was abhalten. Oh, Moment, was haben wir da? Tierexkremente. Ah, das Kätzchen wird doch hier nicht rumgeschlichen sein. Das brauchen wir jetzt aber hier nicht in der Umgebung. Nee, 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 nee. Ja, machen wir es mal so. Und zwar stellen wir einmal, weil Seile haben wir jetzt auch im Überfluss, was für uns jetzt eigentlich total eigenartig ist. Okay, dann packen wir die. Na? Ja, da war er. Gut. Ah, die Steinklinge ist eigentlich wurscht, die können wir zerstören. Und machen hier nochmal einen Bogen. Bin mal gespannt, mit welcher Qualität der jetzt dann gemacht wird, weil den ersten Bogen, den wir da eingelagert haben, hat er eine Qualität von 60. Hä? Wie kommt denn der kleine Stock hier rein? Na, gucken wir mal, was hat er für... Ja, schon 75. Wir werden langsam auch immer besser. Und wir haben Harz. Jawohl! Das heißt, wir können... Nee, nicht den kleinen. Wir brauchen den großen. Und dann nochmal ein Seil. Und dann haben wir eine Fackel. Ja. Frage ist, was kommt da hin? Okay, das kommt da nicht hin. Ja, okay, da können wir noch ein paar von den Speeren reinpacken. Ja, dann haben wir eine komplett volle Ausrüstung, soweit einsatzbereit. Ja, nichts dagegen. So, Klingengussform, weil die dürfte, jawohl, die ist fertig. Und die nächste gleich rein. Und wir machen aber schon mal ein bisschen hier weiter, damit wir auch vorankommen. Schließlich bei der Menge, was wir hier alles sammeln müssen, müssen wir auch ein bisschen Gas geben. Oh, die nehmen wir auch gleich mal alle schön mit. Ist jetzt irgendwas eingeflogen? Was war das denn jetzt? Hm. Oh, okay, das war... Komisch. Oh. Ganz eigenwillige Spielephysik. Aber okay. So, wir packen dich jetzt mit und gehen weiter. Diesmal nicht. Nein, 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 nein. Sonst ja, diesmal nicht. Ich habe einen Barhack. Wisst ihr auch warum? Ich habe gerade mit dem Steinmesser die Schlange auseinandergenommen. Ich habe gar kein Steinmesser. Ich habe ein Knochenmesser. Aber das ist auch schon eine geraume Zeit. Wenn die hier noch ein bisschen wachsen. Wie, schon wieder Durchstich? Haben wir was dabei? Ja, komm, wir futtern die hier.
Weil, sollten wir uns Parasiten reinziehen, dann gehen die Parasiten auch gleich wieder dadurch weg. Okay, dann hauen wir einmal den Baum hier um. Baum fällt. Sehr schön. Und hauen den hier um. Und dann hoffe ich, dass die kleinen Bäumchen so langsam mal auch wieder weiter wachsen. Oh, den können wir auch noch umhauen. Da vorne sind noch mal größere. Waren die? Okay, Memo an mich selber. War der vorhin nicht noch ein kleiner? Muss ich beim Schneiden mal aufpassen. Oh, da haben wir jetzt gleich wieder so unglaublich viel zum Zusammensuchen. Oha. Der ist ja halb begraben. Okay. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Oh, die nächste ist auch schon fertig. Na gut, dann lagern wir das jetzt einmal hier ein. Hauptsache erstmal aus der Tasche raus. Pfeilgussform. Pfeilgussform? Hä? Wir hatten doch welche mit Ding hergestellt, oder nicht? Für ein Beil. Okay, jetzt bin ich aber gefühlt maximal verwirrt. Ah, die haben wir da rein. Okay. Ja, alles gut, alles gut. Und wir legen nach. Ach komm. Bis zu dem Moment, wo uns dann die Seile wieder mal ausgehen. Gut, jetzt haben wir hier unten auf jeden Fall jede Menge loses Holz liegen. Und auch sehr, sehr viele von diesen langen Stöcken. Na, komm her. Wo haben wir? Ja, okay. Sammeln wir erstmal das soweit hier ein. Dann haben wir, glaube ich, auch eine bessere Übersicht. Ja, sammeln. Stöcke sind schon wieder voll. Puh. Okay. Und wir haben zwei Blutigel. Oh Mann. Gut, da passt dann jetzt auch nicht mehr sonderlich viel rein. Das frisst halt auch richtig viel Zeit. Aber das alles da rumflacken zu lassen, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich. Wenn wir mal hier schauen und wir gehen jetzt langsam nach hinten, wir sehen ja, dass allein das Spiel schon ein bisschen Probleme hat, das zu rendern. Dann brauchen wir hier nicht noch tonnenweise irgendwas lose rumliegen haben, was dementsprechend wahrscheinlich auch nicht unbedingt tunlichst für das Spiel ist. Gut, legen wir nach. Kriegen wir jedenfalls auch mal wieder die Kohle ein bisschen los. Okay, und wir können schon mal die nächste Gussform holen.
Nee, das ist heute ja richtig stressig. Komm, spuck aus. Jawoll. Das würde doch normalerweise sowas von dörr werden, wenn überhaupt das nicht sogar das Brennen anfangen würde. Aber gut. Ja. Wo sind wir hier? Da ist er. Genau den habe ich schon gesucht. Das ist halt echt so schlimm, weil einfach alles komplett gleich ausschaut. Okay. Jetzt haben wir mehr von den Großen, als dass wir überhaupt einlagern können. Aber ist gut. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die Bäumchen hier, diese hier, möglichst schnell noch groß werden. Oh, schon wieder voll. Damit wir dann möglichst auch zeitnah wieder weitermachen können. Nö, okay. So, du kommst jetzt mal hier mit. Dann machen wir nämlich hier hinten gleich mal weiter. Okay. Alter, warum liegen denn hier auch noch so viele? Okay. Also am besten aufgeräumt. Kann man sagen, was man will, ist es da drin. Definitiv. Gut. Kommen wir mal. Nein. Die will ich doch gar nicht. Ich will die hier. Ja, genau, die großen. Es geht langsam voran. Aber ich will jetzt noch mal was schauen. Und zwar, was ist denn ein Komposter? Was macht der? Ich bin mir sicher, der macht Dünger. Packen wir den hin? Wo packen wir den hin? Der wird wahrscheinlich stinken, deswegen packen wir den mal ein bisschen woanders dahin. Nee, komm. Okay. Den packen wir hier mit hin. Hier wird's eh muffen. Hier kommen die Schweinchen dann mit rein. Okay, von den Stöcken haben wir jetzt natürlich wieder keine mehr in der Tasche. War klar. Aber zum Glück, es liegen ja genug rum. So ist es ja nun auch nicht. Aber Komposter wollte ich doch gar nicht gucken. Ich wollte eigentlich was anderes gucken. So. Vor allem bin mal gespannt, was der genau macht. So, wir haben hier langer Stock. Ja, es ist nur... Aber das ist doch kein einfacher Zaun, oder? Ja.
Ja, wobei, nee, stopp. Das machen wir nicht, nee. Wenn das jetzt irgendwie so ein Zaun gewesen wäre, wo man sich, wenn man nicht aufpasst, irgendwie selber mit aufspießt, wenn man zu nah rankommt, so, ja, nach The Forest oder Zones of Forest Style, dann wäre das was anderes gewesen. Aber so, gut, wir bräuchten lange Stöcke dafür, da haben wir en masse da, aber nee, denke nicht, dass das so einer ist. Gut, mit Bambus wäre es dann schon wieder lustig. Und was haben wir hier? Ein Holzscheit, viermal langer Stock, Stock und Seil. Da werden wir auf jeden Fall auch einige von bauen. Da kriegen wir dann wieder unsere langen Stöcke hoffentlich los. Okay, hilft nichts. Gott, sind wir dreckig. Ja, gut. Wo gehobelt wird, fallen halt auch Späne. Es seid ihr zwei verschiedene? Weg mit euch. Glaube, es geht los. Ja, du bist durstig, das verstehe ich. Aber du musst jetzt noch ein bisschen durchhalten, mein Kleiner. Okay, ja, da hauen wir noch mal eine Form rein. Du musst noch durchhalten. Das hilft einfach nichts, weil du bist dreckig und du musst vorher erstmal sauber werden, bevor du was futtern kannst. Sonst geht das schief, sonst fängst du dir da wundersch was ein und das wollen wir nicht. Gut. Dann nehmen wir mal. Oha, 5 Stück noch und dann sind wir hier voll. Dann haben wir 80 lange Stöcke. 80 Stück. Ja. Ja, Maximum waren, glaube ich, 5, gell? Ja. Oha. Ja, komm. Wir nehmen jetzt die Holzscheite. Wo kommt denn ihr schon wieder her? Wir hatten doch das letzte Mal auch geguckt gehabt, dass hier nichts mehr lose ist. Okay. So, jetzt wird's gleich lustig. Juhu, wir haben dieses kleine Teilstück nun fertig. Ganz toll. Ja. Somit kann's jetzt klippen. Wir haben schon wieder einmal die... Wenn dieses Kätzchen nicht aufgetaucht wäre, dann würde ich das hier höchstwahrscheinlich so ganz entspannt nach und nach einfach aufbauen. Jetzt habe ich dann doch so ein bisschen, nennen wir es mal, Zeitdruck, weil ich das möglichst schnell haben möchte. Gut, gehen wir duschen. Wir können, wenn wir so dreckig sind, noch 2-3 Mal duschen, dann war's das. Und immer noch. Okay. Oh. Ah, sehr, sehr nice. Das ist gut. Das ist wieder richtig gut. Unser Baum mag uns. Er beschenkt uns mit Paranüssen, die wir jetzt gerade sowieso unbedingt brauchen. Weil wir aktuell sonst keine richtige Fettquelle sonst hätten.
Holz passt. Das sollten wir dann noch kochen. Das futtern wir gleich. Nee, wir haben ja die Nüsse noch. Moment. Ja, komm, es geht. Okay, der erste Wasserfilter geht so langsam gar. Für alle, die den Begriff nicht kennen, der geht leer. Der wird aufgebraucht. Und wir ziehen uns einmal das Süppchen rein. Und weil das Süppchen so super toll ist, machen wir gleich ein neues Süppchen. Nee, die Federn werden wir jetzt dann sogar bald brauchen. Dann gehen wir noch mal gucken. Ah, da ist noch so viel Kohle drin. Das werden wir auf jeden Fall noch ausnutzen. Definitiv. Gut, den sammeln wir. Oh, wir brauchen ein bisschen Wasser. Dann nehmen wir aber jetzt mal von hier gleich schon mal. Ja, den nehmen wir auch mit. Da könnte man eigentlich für das Wasser, wenn wir hier zum Auffüllen Wasser brauchen, hier ein Regal hinbauen. Ja, schön mittig. Ja, schaut gut aus. Oh, jetzt ist die Frage, ob wir da auch sauber dann hinkommen. Ja, doch, das schaut gut aus. Ja, machen wir so eine Gussform. Hey, braucht der lang dafür? Okay, was haben wir sonst? Ja, Pfeilgussform nehmen wir auch noch mit. Jetzt müssen wir dann sowieso erstmal alles wieder auffüllen. Ja. Ja, komm, egal. Pack mal einfach mal da rein. Und dann ist es jetzt jedenfalls erstmal aufgeräumt. Ah, das wird schon wieder fast eine Nachtschicht. Oder wir machen das anders da. Okay, da haben wir alles aufgebraucht. Da auch. Okay. Wir haben die ganzen Formen schon aufgebraucht. Hups. Okay, Gussform haben wir weiters keine da. Komm, wir machen das anders da. Das ist jetzt gleich fertig und dann packen wir einfach so ein Eisenteil rein. Räumen zusammen und gehen ins Bettchen. Gehen wir nochmal wegen dem bisschen Dreck, gehen wir damit nochmal unter die Dusche. Das wäre eigentlich Wasserverschwendung, theoretisch. Uhuhu. Nee, komm. Lass mal bleiben. Wir machen Feierabend. Ich bin immer noch dafür, dass wir hier irgendwie Licht brauchen.
Haben wir was zum Nachlegen? Ja, natürlich. Ja, optimal. So, dann kommen wir zum Ende von der Folge. Wir, wie immer eigentlich, ihr kennt es ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, gerne ein Abo. Wir sehen uns zur nächsten Folge oder zu einer anderen Folge bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, ich wünsche euch was. Servus.